Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Im letzten Part haben wir die große Materie nur knapp verpasst, durften uns von einem Riesenroboter kloppen und jetzt kapern wir ein U-Boot. Und ohne Scheiß, vor der Aufnahme, also heute Morgen, habe ich mir gedacht, ach, jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Minigame. Also heißt, dass wir mit diesem U-Boot hier das andere jagen, einfach weil die Hersteller ja offensichtlich Minigames mögen. Hab dann gedacht, hoffentlich ist das nicht wieder so eins, wo man, wenn man verkackt, wieder Game Over geht. Vielleicht gehe ich lieber nochmal zurück und speichere. Und erst wirklich ganz viel später wird mir klar, nee, halt mal, wenn er nicht nach dem Boss nochmal ein Speicherpunkt gewesen wäre, hätte ich überhaupt nicht die Aufnahmepause machen können. Ja, Genius. Da geht's nicht durch, also wohl hier lang. Nein, nein, das ist furchtbar! Wir haben nicht mehr viel Zeit, ich will nicht sterben! Dann greif mich nicht an, stirbst du auch nicht. Es gibt so vieles, was ich noch tun muss. Ich bin nicht einmal dazu gekommen, meinen besonderen Siegestanz im Kampf zu tanzen. Okay, dann wird das mein erster Sieg sein. Na los, zeig's ihnen. Jawohl! Erinnere dich an deine letzte Übung. Fang an. Jawohl! Ich bin wieder da. Keine Gnade, Leute. Zum Angriff! Einfach nur, weil ich's testen will. Es klappt. Hilfe, bitte. Tut mir leid, ich höre das nicht mehr aus. Was? Klaustrophobisch oder was? Die Enge, das Schwanken, der Motor... Er hat Klaustrophobie. Wow. Was machen wir bloß? Jetzt haben wir ein U-Boot gestohlen und wir können es nicht steuern. Hey, es bewegt sich. Na, Yuffie wird das U-Boot wahrscheinlich auch nicht besonders gut tun. Autopilot? Fragezeichen. Ist mir schlecht. Cloud, tut auch was. Du hattest recht, es ging mir wirklich ein bisschen besser, seit ich am Ruder bin. Alles wird gut, überlass es nur mir. Ach, danke, ich bin ganz gerne Geißel. Okay, Yuffie sieht aus, als ob sie aufs Klo müsste. Ja, was nun? Handbuch lesen, bitte. Hab so das Gefühl, das ist jetzt besser. Ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen. U-Boot Betriebsanleitung für Anfänger. Tastenbelegung. Nach oben tauchen, nach links, rechts, auftauchen, volle Kraft, Torpedo feuern. Ich sag doch, jetzt kommt ein Minigame. In diesem Moment wird am Grunde des Meeres in der Nähe von Junon ein rotes Leit-U-Boot mit einer großen... Es wird zudem bestätigt, dass es auf dem Meeresgrund mehrere Minen gelegt wurden. Der Meeresgrund kann nur mit dem Sonarschirm der Shinra überwacht werden. Feindliche U-Boote können nur innerhalb des Orientierungsbereichs entdeckt werden. Verfolge das feindliche U-Boot und erfasse dein Ziel. Drücke OK, um den Torpedo abzufeuern. Die Minen sind auf dem Monitor über der Anzeige zu sehen. Sei vorsichtig, die Minen können großen Schaden anrichten. Ach nee, wirklich. Ziel erfasst. Versenke das Leit-U-Boot mit den... Zeit 10 Minuten. Schalt das feindliche U-Boot aus, auf das Rot konzentrieren, öffne das Feuer, wenn du das U-Boot verlierst. B, runter. Okay. Gut, dann hinsetzen. Mission starten. Dieser Schalter? Hauptschirm ein. Darstellung ändern. Das wird ein Himmelsfahrtskommando. So geht's vorwärts. So bremse ich ab. So ging's runter. Ach du Scheiße. Was? Nein. Vorwärts. Oh Gott, ist das eine hakelige Steuerung. Habe ich vielleicht einen Zielschirm oder sowas? Nein, rückwärts, 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 rückwärts. Nein! Ach Gott! Hoch! Hoch! Ich will nicht in die Minen rein. Jetzt sind wir vor dem. Wow. Kurz abbremsen. So, das da und Torpedo, bitte. Ich habe keine Torpedos. Wie feuere ich Torpedos? Nein, ich will mit den Pfeiltasten bremsen und beschleunigen. Ach, ich habe gar keine Torpedos. Moment. Aha. Wo kann ich Torpedos einsammeln?
gehen wir mal hier lang erstmal. Ach du Scheiße, ist das eine Steuerung. Ich komme gerade echt überhaupt nicht zurecht, meine Herren. Okay, beschleunigen wir mal in die Richtung, das schien ja richtig zu sein. Warnung, wovor? Das ist so ein gelbes U-Boot. Ah, gut, das ist Pause. Ach, jetzt ist es aber mal wechselnd feuern und nicht okay. Moment. Also nochmal, wo war jetzt das? Rote. Oh, da war eine Mine. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich in die Wand geglitscht oder was? Ja, bin ich. Wow. Hoch bitte. Rotes U-Boot, wo bist du? Gelb, die sind alle gelb. Gelb, das ist rote. Wechseln, war welche Taste nochmal? Keine von denen hier, wie es aussieht. Wo ist das Rote jetzt wieder? Da hinten. Ne, die sind gelb. Ich fahre doch eh gleich wieder in die Mine rein. Das hier ist gelb. Eine Minimap wäre auch schön. Muss ich dauernd hier so blöd umschalten. Gelb, 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 die sind alle gelb. Ich glaube, hier ist der Rand. Ja, hier ist der Rand. Okay, wissen wir das? Ich glaube, ich weiß, womit diese Folge rum sein wird. Wie habe ich vorhin das eigentlich mit der Optik gemacht? So. Ich glaube, ich mache die hier, die ist wirklich am geschicktesten. Da ist das Rote! Ich hab's wieder! Kurve, Kurve, Kurve! Da, wir haben's! Na komm! Das war doch eben noch. Oh Gott, wieso geht's nicht so nach unten? Ach so, deswegen. Gelb. Gelb-rot. Hab ich dich. Wie habe ich das gerade verfehlen können? Achso, weil ich zu weit oben bin. Wahrscheinlich. Shit. Das wird nichts mehr. Ist es da hinten? Ups.
Okay, das versuchen wir nochmal. Wow. Wir kommen hier nicht raus. Achtung, alle Shinra-U-Boote, hören Sie. Deine nächste Mission ist, zum Junon-Dock zurückkehren. Wir werden die große Materie vom Flughafen weiterleiten. Hast du gehört? Flughafen Junon. Wir können die große Materie immer noch bekommen. Los, Beeilung. Wir müssen hier raus. Aber wie? Wir sind am Meeresgrund. Wir klettern auf einen Torpedo und jagen damit weg. Und die Tatsache, dass wir gerade etwa 5 Bar haben, ist vollkommen irrelevant. Keine Angst, ich krieg das hin. Aber wir haben ja gar kein Ziel. Wir zielen einfach auf zum Himmel. Von Taucherkrankheit mal völlig abgesehen. Autsch. Das hat auf dem Ohr wehgetan. Macht der Fisch da... Ach, der Delfin... Sorry, Delfin. Delfin gerade eine Herzdruckmassage? Cool. Wie hätte ich bitte feuern sollen? Alter Mann. Gerade rechtzeitig. Na los, zum Flughafen. Das ist also Junon. Ich hätte liebend gern ein U-Boot, und zwar auf der Stelle. Ja, das U-Boot-Dock unterhalb von Junon. Es ist ganz einfach, eins zu stehlen, aber wenn es um Steuern geht, kannst du mich vergessen. Also los. Soll ich wieder nach Junon reinlaufen, oder wie? Also einfach nochmal den ganzen U-Boot-Käse abziehen? Das wäre ja mega scheiße. Ja, ich will in den Aufzug. Es hieß doch, der soll jetzt sowieso zum Dock zurückkehren. Heißt das jetzt, den ich jetzt... Das, nee. Nee, es gibt auch keinen. Ich schau einfach mal. Also nochmal. Wir laufen einfach den gleichen Weg nochmal ab. Wir müssten ja eigentlich was finden. Ich schau zwischendrin kurz beim Flughafen vorbei. Der war hier, glaube ich. Ja, war richtig. Oh nein, die große Materia. Wir sollten ihnen folgen. Wohin fliegen sie? Nach Rocket Town. Ja, sag ich doch. Das hat uns nämlich der eifrige Soldat bereits berichtet. Aufpassen, Mädels. Abwärts. Komm, danke. Raus aus dem Aufzug. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Darf ich wieder? Danke, ab geht's. Schnell zur Highwind. Rocket Town, wo war Rocket Town? Orientierungssinn plus. Nee, mal im Ernst, wo war Rocket Town? Hab's voll vergessen. Nee, hier nicht. Wenigstens dürfte ich das schon von oben erkennen. An, naja, der Rakete. Das war hinter Cosmo Canyon, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, Quatsch, da war Nibelheim. Da ist es. Ging ja doch recht fix. Und du? Diese eine Frau da, die bei Sid gewohnt hat?
Jetzt sind wir in Rocket Town, aber verriegelt. Aber die sitzt nicht. Geile Karre. Das will ich mitnehmen. Darf ich aber nicht, wie es aussieht. Okay. Auch gut. Nein, eigentlich nicht gut, weil es nämlich heißt, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Zur Rakete? Ah, ja. Verkloppt man ein paar Shinra so. Apropos, was ist mit denen passiert, die wir im U-Boot als Geiseln genommen haben? Sind die jetzt abgesoffen? Ha. Die Terroristen sind hier! Ach stimmt, wir sind ja offiziell eine Terroristengruppe. Hm. Na, was soll's. So, einfach umhauen. Alter, Tifa macht so einen üblen Schaden. Hey, keine Siegesmucke. Noch nicht mal mehr einen Todesstoß, um die Dinger zu, um die Viecher zu. Viecher, die Typen. Alle zum Angriff! Zu One-Hitten. Kommen jetzt alle fünf auf einmal? Nee. Alter, fast 3000 Schaden mit einem normalen. Nein, okay. Todesstoß, aber trotzdem. Alter, Tifa. Trotzdem, ich sollte mal wieder heilen. Du gehst nirgendwo hin. Doch, und zwar an die Rakete. Oha, ein Cyborg. Dann erstmal so. Dann, Angriffsstrahl kannst du machen. Und erstmal Todesstoß auf den da. Aufs Risiko hin, dass es Overkill sein wird. So, heilen bitte. Oh ja, das war eine Heilung. Und... Naja, ich greife nochmal an vorher. Und... tot. Immer noch keine Siegesmucke. Warte, Cloud! Wenn du vorhast, diese Shinra aus meiner Rakete zu werfen, nimm ich mit. Oh, muss ich? Der kann doch nix. Schaden oder Beschwörung, Schaden oder Beschwörung. Schaden. Ja, also. Ich will... Ach, egal. Habe ich noch ein bisschen Rotzmateria für dich übrig? Verwandlung, Zusatzwirkung, Analyse. Ja, nimm die mal mit. Hast und Gemach, das wäre eigentlich... Wieso hat das keiner bei mir? Wieso hat keiner von mir Hast und so dabei? Das ist voll wichtig. Egal. Nein. Du nicht. Ach, was weiß ich. Schadet nicht. Und schadet nicht. So, dann hast du einen Platz frei. Nein, natürlich nicht. Nein, das wollte... Ach, das geht auch. Wusste ich gar nicht. Iftrit? Shiva? Warum? Braucht doch kein Schwein. So, Zeitmateria. Ach, ich lasse es dir mal noch. So, und dann fliegt hier mal Shiva raus und... Nee, machen wir anders. Glücksplus hier raus und dafür kommt hier die alle Materia rein. Und
Was sind's denn damit? Schieler hat auch kein Schwein eigentlich. Benutzt doch eh nicht. Ich lasse ihn jetzt mal noch drin, weil Yuffie nicht da ist. Okay, ich sag's mal, das Gute weiß, dass ich... Stimmt, die hasst Materia, die habe ich ja völlig vergessen. Aber egal, ich sag mal, wir machen hier im nächsten Part weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.